Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute besuchen wir den Wirtschaftsteil einer Airbase hier in Kroatien. Viel Spaß euch beim Zuschauen. So, wir haben hier jetzt noch ein Lost Place House am Rande gefunden. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an, da stand vorhin auch noch eins. Gucken wir uns aber jetzt erstmal das da an. Gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Das ist lustig, da fehlt die Mauer unter dem Fenster. Das wird hier Bad wahrscheinlich gewesen sein. Hier haben wir den Anschluss. Ja, oder das könnte Bad sein. Wasseranschluss. Hier haben wir eine Matratze, eine alte. Da oben sieht man noch die Kabel von der Lampe. Geht das auf? So, ja, es geht auf. Fenster. Hier haben wir den Lichtschalter drin. Hier haben wir Stromkasten. Da hängt noch zum Teil die Lampe. Da kommt schon die Zwischenwand runter. Fehlt der halb. Haben wir ein Loch in der Decke. Kommt auf die Decke. Fehlt zur Hälfte schon. Dann haben wir hier noch einen Raum. Würde ich sagen, war die Leitung für die Heizung. Da war Kabel drin für die Steckdose, bin aber rausgerissen. Ja, das war's, glaube ich. So, hier geht auch noch ein Weg lang. Den gehen wir jetzt auch noch mal kurz. Das ist auch noch mein Raum. Vorher ist die Decke so eingekracht, dass das ganze Platz mit drin sind schon. Leute, hier ist noch eins. Das dritte auf dem Wegesrand einfach. Einfach so mittendrin. Müssen wir mal schauen, ob ich da durchkomme, ohne komplett nass zu werden. Da muss jetzt gehen. Ja, ist auch schon ganz schön nass. Was? Ah, mit der Tür. Uiuiui. Mach dich nicht ganz so nass, weil du machst das auch. Also, die Decke hat schon so eine richtige Kuhle da. Ist halt eingebrochen. So. Ist das sonst nichts mehr? Nee, man kommt in den anderen Raum da nicht rein. Warum? So, wir suchen jetzt nach einem Hintereingang, weil da noch ein Raum ist. Aber wir würden nicht wissen, wie wir reinkommen. Da ist noch eins. Da ist eins nach dem anderen. Schaut mal, da sieht man, ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil die Fenster sind schon eingeschlagen. Aber da kommen wir scheinbar nicht rein. Dann gucken wir uns das andere mal an. Entweder hier oder da hinten rauf. Hier geht's. Aha. Es ist interessant. Wer weiß, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich weiß es wieder mal nicht. Das hat einen Keller. Kasten. Der wesentliche Abgrund. Und das wird dann Bad und Toilette gewesen sein. Muss mal schauen, ist interessant hier. Ich hätte es aber scheinbar schon mal gebrannt. Weil der Boden ist voller Asche.
zu. Ja, das war's auch. Vielleicht finden wir noch ein Lost Place. Per dummen Zufall. Auf der Strecke. Wenn ja, nehmen wir euch selbstverständlich mit. Zum Schauen. Guck mal, da hinten ist noch eins. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Es ist eins am anderen. Da ist noch Ding. Aber das gehört zu dem scheinbar. Und da. Ja, ich weiß. Wir haben ein Haus. Ja. Hier reinkommen. Ja. Nasses Blatt voll in die Fresse bekommen. Doch, hier kommt man rein. Doch, da kommst du rein. Ah, es ist leider zu dunkel. Schalte mal mein Zusatzlicht an. Ah, das macht zumindest einiges fit. Ich sage es euch jetzt mal im Groben und Ganzen. Jetzt wird das Video einfach zu lang. Das werden wahrscheinlich die sanitären Anlagen gewesen sein. Sogar noch in einem sehr guten Zustand, muss ich ehrlich sagen. Kleiner Raum, lüßiger Raum. Das ist echt nicht klein, das ist sogar erstaunlich groß. Hier ist der Eingangsbereich, also der Haupteingangsbereich, und da geht es dann zum Dachboden drauf. Riesengroß hier. In so einem guten Zustand. Was haben wir denn da? Eine Maschine. Das ist in einem guten Zustand sogar noch. Aber ich weiß nicht, was das ist. Kannst ja auch mal wieder warten, wenn sie dann wieder mehr wisst. Schau da mal. Da steht irgendwas auf Kroatisch, aber ich weiß nicht. Ich kann kein Kroatisch. Mit Rollstuhl-Ding, nur ein bisschen sehr steil, sehr behindertengerecht. So, hier haben wir dann die Dusche. Wisst ihr, was das hier ist? Ich habe mich gerade einfach nur verlaufen. Und weiß nicht, ob ich schon warm oder nicht. Ach, da muss ich lang. Ich glaube, dass das die Kantine ist. Da ist, guck mal, da ist ein Schild, da steht irgendwas drauf, da kann ich kein Kroatisch. Aber wir können mal gucken. Google, Übersetzer, regelt. Das wird gleich schön. Ah! Warte. Kannst du übersetzen lassen? Ich glaube, dass das so heißt. Und es heißt Wäscherei. Wäscherei war es, okay. Also, damit hat es sich aufgelöst. Also, Wäscherei. Weil es wusste, kann stolz auf sie sein. Eine Wäscherei ist das. Hast du Taschenlampe dabei? Nein, aber du hast zusätzlich. Ich war schon drin. Ja, ich sehe aber sonst nichts mehr. Super. Ich finde es cool, weil es ja fast ungerührter Lost Place ist. Schau mal. Jetzt ist doch kein Graffiti mehr so da. So, in einem sehr guten Zustand noch. Ja. Also ich glaube, dass das wirklich hier von der Natur verfallen ist. Das kann tatsächlich sein. Streite ich nicht mehr auf. Du hast gefilmt, das heißt, ich brauche nicht mehr filmen, oder? Nein, 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 ich habe gefilmt. Wir haben ein Kabel von der Steckdose noch.
Gehen wir mal wieder raus. Gut, also ich hätte gesagt, das ist kein Thema, aber ja, jetzt wird die Maschine hier klar. Ja, also weil das wahrscheinlich so eine. Das erklärt einiges, weil das ist dann die Trommel hier wahrscheinlich. Trommel, genau, ja. Genau, Waschmaschine ist das. Ne, übertrieben große Waschmaschine. Hier. Komm her. Kannst du auch machen. Ja. Waschmaschine. In so kleinen Abteilen aufgedingst. Aha. Interessant. So, wir kommen jetzt wieder raus. Das ist so. Stimmt. Ich würde da einfach raus. Ja, aber das ist nicht entscheidend. Besuchen den Ausgang und melden uns dann wieder. Jetzt wird's lustig. Wir haben da noch eins gefunden und da noch eins. Die schauen wir zusammen. Ich bin zuerst in das rein. Achtung, Abgrund. Pass aber auf, tiefer dass Abgrund. Der Boden noch trägt, Benni. Ja, weil. Da haben wir Maschinen drin gesehen, das Auto so grob. Oh ja, setz er das. 1, 2, 3, 4. Mashallah. Ah. Was das ist, ich kann es euch wieder mal nix sagen. Das ist extrem viel Schaumstoff. Aber da geht ein Raum hinter. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt lang gehen soll. Ich finde es halt ekelhaft. Komplett die falschen Schuhe dazu. Du lädst das. Du schaffst. Irgend so ein komischer Zwischenraum. Ich hoffe, das ist von der Helligkeit passend. Nicht zu wenig. Da geht eine Leiter rauf. Nee. Und da wieder mal den Kasten. Der bis jetzt überall drin war. Hier ist da jetzt schon mal so ein Ding. Schaut aus, als wenn wir hier im Urwald wären. Ja, nee, das ist dumm. Gehen wir nicht hinter. Ich werde erstens komplett nass und zweitens ist da kein Eingang mehr. Ja, dann gehen wir jetzt raus und das andere. Da ist der Boden schon weg. Gut zu wissen, dann bin ich jetzt nicht auch weg. Ist das ein Bett gewesen? Schaut hier noch ein Bett aus. Kann ich da drüber gehen? Bitte halt mich aus, bitte halt mich aus. Good morning. Also glaubt es echt nicht, wir fahren gerade 2 Meter. Und es ist jedes Mal so, wir fahren 2 Meter, können wieder anhalten. Weiß nicht, was Place da ist. Kein Witz. Und da sind noch viel mehr. Wir haben ein paar jetzt ausgelassen, weil die einfach zu klein wären, um da anzuhalten. Sonst würden wir noch Stop fahren. Da ist ein Eingang. Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche die Taschenlampe. Bringst du sie mir? Hier ist im Auto. Ja, aber guck mal, da ist das. Ja, das reicht aber schon mit dem. Schau mal. Meinst du? Ja. Und wir sehen. Mit nichts auf. Oh nein, das Leben. Die ist in dem anderen. Katastrophe. Warte, das ist echt.
prima Zustand hier teilweise. Außer das jetzt. Muss man ausnahmen, das hat man nicht gesehen. Aber ansonsten. Also drin wohnen würde ich jetzt nicht nochmal. Okay. Schaut mal, es wäre so notwendig. Wer da? Da ist sogar ein Regalloch da. Hier ist unser Stromkasten. Oder Verteilerkasten. Und das war das mit 10. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil es da steht. Surprise. Mini-Stehtoiletten. Also für Kinder. Ja? Ich weiß nicht. Schaut mir mal noch. Außer jetzt, wenn es für Frauen gewesen wäre, wird. Da waren denn die anderen Toiletten drin. Boah, es ist so rutschig. Es ist voll rutschig, ich muss aufpassen. Die haben gerade gesagt, es ist ein Kino. Ein Kino? Das war ein Kino. Das war ein Kino. Laber kein Scheiß. Ja, das ist alles hier. Das war doch safe, kein Kino. Das ist viel zu klein für ein Kino. Ja, ich schau mal hinter. Ja, ich geh jetzt hinter. Schauen wir das jetzt an. Also, angeblich wäre es ein Kino. Okay, könnte aber auch, also muss kein Kino sein. Ach, da seht ihr jetzt nichts. Muss schauen, vielleicht kann ich die Belichtung hochschrauben dann später. Könnte aber auch ein Theater gewesen sein. Also es könnte ein Kino gewesen sein, aber könnte auch ein Theater gewesen sein. Ja, da geht's doch weiter hoch. Geh mal hoch oder geh mal in den Keller. Wir gehen hoch. Da war gar nichts mehr. Da war das Filmarchiv oder sowas. Das ist der Vorführraum, schau. Also es könnte auch ein Theater gewesen sein. Nein. Das ist der Vorführraum vom Kino, da sind die Projektoren entstanden. Ja, vom Kino. Von Klassen? Ja. So, komm. Hier noch ein Raum. Der geht vorsichtig runter, ganz vorsichtig. Schau, wenn du mich jetzt zuschaust, siehst du runter im Kino. Wenn du siehst du auf der Kamera nichts. Ich muss mal schauen, vielleicht kann man die Richtung höher setzen. Wenn wir da arbeiten. Bleib hier. Scheiße, da gibt es noch Keller. Eins Tisch. Hier gehen wir wieder raus. Beziehungsweise ein Keller. Jeder mag verlassen den Keller. Ja, noch mal in den Keller gehen. Ja, wir gehen jetzt in den Keller. Weil das Rot von deinen Haaren kommt auf der Kamera hier richtig gut rüber. Ja, ja, da! Surprise! Okay, irgendwie macht mir das Angst hier. Warum? Keine Ahnung, es ist gruselig. Oh, das ist der Heizungsraum. Ja, ich mag Heizungsräume nicht. Vielleicht mal? Heizungsräume finden die meisten Morde in Horrorfilmen statt. Cool. Eisenweg, Eisenweg. Interested. Aber hier sind auch Räume drin. Wahrscheinlich waren das für die Mitarbeiter die Pausenräume. Ich glaube, dass das Filmräume waren, also wo die Filme... Lagerräume, kann auch sein. Lagerräume und Aufenthaltsräume und... Ja, das war's. Was? Von dem Gebäude. Mal schauen, vielleicht finden wir mehr. Es nimmt kein Ende. Hier sind noch mehr. Ich muss jetzt nur gucken, da ist jetzt noch nicht so viel zu sehen, weil die Kacke eingestürzt ist. Oh, da ist wieder so eine Riesen-Eidechse. Was? Da. Bleib weg, dass nicht abhaut. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich kann es sehen. Auf diesem weißen Tuch ist da so eine grüne. Oh.
Das ist ganz schön laut. Ja, Katja hat noch eine größere vorhin gesehen. Aber die ist dann weggelaufen, die war zu Speedy Gonzales mäßig. Und den ganzen See. Na, guck mal, das ist schon eingestürzt. Also hier ist tatsächlich schon mehr Graffiti. Ups. Musst aufpassen, hier rutschst du recht schnell. Gehen wir da einfach mal rein. Schon wieder eine Riesenschnecke. Ich sag's euch, Kroatien ist voll mit ekelhaften Viechern. Oh, der Akku von der Taschenlampe ist schon wieder fast leer. Wieder und der letzte. Was? Ach, wie geil ist denn das? Das ist einfach ein ganzer Bus. Kati, musst den Dolch mal rufen, dass hier ein ganzer Bus steht. Wie kommt man da jetzt rein? Versuche aufs Dach zu kommen. Weil da könnte man versuchen reinzukommen. Oder? Da kann man rein. Schau, da liegt ein Bus. So, jetzt erstmal zusätzlich da machen. So. Ich werde ins Fahrradding kommen. Kopf mal nicht hin. Außer man geht von vorne rein. Gehen wir von vorne rein. Habe ich auch noch nie gesehen. Ganzen Bus an einem Lost Place. So, hier. Da war das Lenkrad dann. Schade, wird schon so viel geklaut hier. Ich frage mich nur, wer den umgeschmissen hat. Weil der ist doch nicht so einfach zum Umschmeißen, also bitte. Wie verzählst du das? Ich hab den Schuh gefunden. Yay! Also da, der berühmte Schuh. Nicht schon die... Ach, mein ganzer Schuh ist jetzt nass. Danke dafür. Das ist schon zum zweiten Mal. Hätte geht nicht mehr heller. Du bist den Weg. Entschuldigung. Ja. Bitte nicht um die Seite, das Dach kommt runter. Ja, ich auch. No risk, no fun, Kati. Eins hauen mit Parkettboden, oder? Warum muss man den zumauern? Weil da Spinte drin sind. Ein Stuhl? Wir haben eine Spinte. Alles gut. Hallo.
Nein, sie schätzt es sich gerade noch nicht aus. Keine Ahnung, hier riecht es nach Stall. Es riecht nach Stall und zwar meiner Meinung nach. Du gehst nicht alleine. So, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, nachdem ich vorhin auf die Schnauze gefallen bin. Mein komplette Schuhe, die Hose nass ist. Der kommt da runter, da ist Wasser und da gehe ich direkt wieder raus. Schöne Tür auf dem Boden. Das gleiche auch nochmal. Und da geht eine Treppe nach unten. Strecke. Digga, jetzt pisst mich auch noch die Wand an. Ja, wahrscheinlich bin ich steil gewesen. Gehen wir wieder raus.